So, hallo liebe Freunde, heute sind wir mit Frankens Bierwelt wieder unterwegs und da gibt es natürlich nicht nur Brauereien, Gaststätten, Biergärten und Hopfenbauern, sondern auch mal was ganz anderes oder das Wichtigste natürlich, das sind die bierliebenden Biertrinker, die Bierliebhaber und da gibt es auch ganz besondere Exemplare, das sind Sammler, leidenschaftliche Sammler und da sind wir heute zu Gast bei Michael Finzel in Erlangen. Michael, wie kam es denn zu deiner Leidenschaft rund um das Bierkrug, Flaschen und so weiter sammeln? Ihr könnt dann natürlich auch dann die Bilder noch sehen, die sind dann natürlich in der Story mit drin. Ja, wie kamst du eigentlich dazu? Das Ganze hat sich eigentlich ergeben durch meinen Vater, der auch Sammler ist, schon Krüge hatte und ich eigentlich leidenschaftlicher Berggänger bin, war, der schon frühester Kindheit mit durfte. Ja, und so hat sich das dann ergeben im Laufe der Jahre. Irgendwann hat mein Vater dann zu mir gesagt, also die Krüge müssen wir aus der Wohnung verbannen. Dann habe ich, was ihr dann auch auf den Bildern sehen werdet, an mir angebaut und dadurch ist das Ganze eigentlich entstanden. Hast du auch richtige Raritäten dabei, wo du weißt, wo auch die Leute schon anrufen, das könnten sie brauchen? Ich habe Raritäten dabei, aber ich würde die nicht hergeben. Aber wenn ich sie doppelt hätte, dann eventuell schon. Aber dann auch nur, wenn ich weiß, das ist echter Sammler und nicht, dass die irgendwo vermarktet werden. Du sammelst natürlich auch Plakate, da haben wir auch eine Rarität dabei. Das war die Verlängerung der Bergkirchweih. Wann war das? 1982, glaube ich. War 1983. Da war sogar der Klaus-Dieter Schreider zu einem Bericht bei dir. Richtig, der war bei mir zu einem Bericht und hat das auch in die Zeitung gebracht, was ich also toll fand. Und ich habe auch ein Plakat, wo mein Sohn und meine Frau Geburtstag hatte, Berg Anfang, Berg Ende, erster Tag, letzter Tag und verschiedene andere Plakate halt, bis du ja gesehen hast. Also wenn sich noch ein paar Sammler finden, ich kenne ja auch noch einige, vielleicht können wir euch ja da irgendwie weiter vernetzen, weil da ist bestimmt das eine oder andere Fundstück für jeden dann noch dabei. Du betreibst auch eine Gärtnerei, ist es nicht Land- und Gartenbau, glaube ich, ne? Ist das gleiche? Nein. Ja, wir haben so einen kleinen Gartenlandschaftsbaubetrieb. Kannst du mir auch gerne vorstellen, dann wissen wir auch, was du so tust im richtigen Leben. Was ich im richtigen Leben tue, eigentlich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, mache Gartenlandschaftsbau. Wir sind 6 bis 7 Beschäftigte, das seit, wie gesagt, 32 Jahren und macht mir Spaß. Also ich lebe eigentlich meinen Garten momentan in Corona-Zeiten, bin ich mit jeder Pflanze daheim bei du. Also du weißt, ich verbringe meine ganze Zeit nur noch im Garten. Dementsprechend klasse schaut er auch aus. Und ja. Ich wollte jetzt das auch mal ansprechen, weil wir haben immer dieses Baumthema am Berg. Die sterben, die werden halt mal gestutzt. Was ist denn da deine Meinung? Du hast ja auch schon mal Bäume am Berg selber gepflanzt, glaube ich. Ne? Habe ich gelesen, vor 30 Jahren schon. Also ich habe mal selber 2 Kastanien da oben gepflanzt. Die werden jetzt langsam auch schon. Also irgendwie, man schaut doch immer vorbei. Wie geht's denen? Oder ja. Man hängt dran. Man hängt dran, also ich habe hinten am Enderskeller in Linde gepflanzt. Ja, mit den Baumfellarbeiten. Ich finde immer, für mich sind es, oder Fellarbeiten, Pflegearbeiten. Wir betreiben selber Baumpflege. Und ich muss sagen, also das sind meines Erachtens Bäume gefällt worden, die den Berg überlebt hätten. Da hätte man auch im Nachhinein fällen können. Genauso die jetzige Aktion, wo läuft, die Bäume sind gedüngt worden. Auf den Odenwälder Felsentees ist Kompost draufgekommen und der wird momentan von den städtischen Mitarbeitern eingeschwemmt, dass die Nährstoffe ins Erdreich gehen. Wenn wir Berg hätten, schätze ich, würde das die beste Schlammschlacht geben, was wir jemals hätten oder gehabt haben. Also ich denke, wird schon was bringen. Ich war im Endless-Keller, da durfte ich das vorne auch mal sehen. Das ist ja der ziemlichste Bereich Erdreich-Keller. Ja. Wir haben auch schon gedacht, wenn es regnet, dann gute Nacht. Also wenn man von der Bank fallen würde, wenn man schläft, wenn Stimmung ist, man fällt weich. Das könnte man weich und matschig. Ja. Weich und ich hoffe, dass es den Bäumen was bringt, weil es ist ja wichtig, dass der Baumbestand weiter halt bleibt. Weil das macht den Charme von der Erlanger Bergkirchweih aus. Man merkt, du bist leidenschaftlicher Berggänger. Ja. Dieses Jahr ist jetzt abgesagt worden, wie das Annafest auch. Oktoberfest, viele, ja. Die ganzen fränkischen Kirchweihen wahrscheinlich hinfällig. Trifft dich das persönlich auch oder geht die Gesundheit dann doch vor? Also mir vorrangig erstmal Gesundheit. Es betrifft mich, ja, weil es mir leid tut um die Erlanger Bergkirchweih, weil es gibt also sehr wenig Jahre, wo ich nicht jeden Tag am Berg war oder mehrere Male. Und ja, aber ich sage, wir müssen damit leben. In der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr vielleicht wieder einen schönen Berg alle miteinander verleben können. Was ich halt irgendwo
schön fände, wenn wir statt vielleicht jedem Keller irgendwo an einem Wochenende einmal die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren und ein Geld einzunehmen, weil das zählt ja den Kellerwerten auch komplett. Ja, ich weiß auch, ist nicht so einfach, weil die anderen Keller, bis auf den Enderskeller, das ist immer eine Einmalanlage, die wird für 14 Tage eingebaut, dann darfst du da, also für den Berg, du darfst 14 Tage schenken. Es ist natürlich, ist eigentlich nur das schwarze Loch, mehr ist ja nicht drin. Ja, schwarze Loch mit den Biertanks, also so einfach ist bestimmt für die Brauereien auch nicht. Aber die Idee, wer es will, man kann es ja mal aufnehmen. So, jetzt hast du so viele Bierkrüge, hauptsächlich aus der Erlanger Szene da unten. Was ist denn dein Lieblingsbier? Oder Genussmensch, probierst dich so durch die Reihen? Also ich bin eigentlich Genussmensch, trinke aber, es könnt ihr alles denken oder sagen, was sie wollen, nützen mein Kerbersbier. Und zwar, das gibt's noch. Weil ich bin der Meinung, trotz Kulmbacher, die Originalbraurechte gekauft haben, hat das Bier nicht an Geschmack verloren. Also du bist noch weiter. Also in Erlangen hört man immer noch, nein, das ist jetzt nicht mehr die Erlanger Brauerei. Sind die Förder vielleicht schlauer, weil die wissen, dass ihr grüner Bier nicht direkt in Fürth gebraut wird. Und die Erlanger machen jetzt einen Riesentanz, weil es jetzt aus Kulmbach bzw. Würzburg kommt. Also ja, das ist ja meines Erachtens alles ein wenig ein Geschmack, weil wenn ich sehe, die anderen Brauereien, jeder braut irgendwo zu. Kitzmann hat ja auch schon bei Ingolstadt das Weizen zugebraut. Was viele gemeint haben, bei Erlangen, nein, das wurde nie in Erlangen gemacht. Ne? Und ich denke mal, es gibt viele gute Biersorten. Ich tue natürlich momentan auch die heimischen, wie Graboberle. Ja, leider, der Endler macht momentan kein Bier. Also ich habe nichts mitbekommen. Unterstützen, weil die auch sehr gute Biere haben und ich doch sowas auch fördere. Und ausprobiert dann. Und ja, der Marbräu auch dabei, also seine eigenen sind auch super, die Marbräu. Steinbach auch, Bamberg, also muss ich jetzt auch noch dazu, gehöre ich auch mit dazu. Ja, und da haben wir es jetzt ja fast. Willst du noch ein letztes Wort den Bierfreunden da außen mitteilen? Ja, bleibt gesund. Ja, bleibt gesund. Trinkt euer Bier. Das denke ich ist das Wichtigste. Und dann haben wir schon, wollen wir es nicht zu lang halten, dann wie immer natürlich die Bitte, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne liken und teilen und natürlich auch weiterzählen, dass es unsere Seite gibt, dann wieder kauft am besten doch regional, wie jetzt auch Kulmbach und Würzburg ist natürlich auch in Franken, sollte man auch nicht vergessen, ne? Bevor ihr wieder einer rummotzt. Dann vielen Dank fürs Gespräch, Michael. Gerne. Und euch noch alles Gute und bleibt gesund. Alles Danke. Klar.